Ja, wir freuen uns jetzt auf Frau Professor Nina Lang, die die Keynote halten wird. Frau Professor Lang Entschuldigung, ist Agrarökonomin und leitet das Fachgebiet Bildung für nachhaltige Ernährung und Lebensmittelwissenschaft am Institut für berufliche Bildung und Arbeitslehre der TU Berlin. Sie hat über das Thema ethischer Konsum promoviert und hat auch verschiedene Preise bekommen, unter anderem für die Promotion, den Nachwuchsförderpreis Verbraucherforschung und 2019 den Femtech Award in der Kategorie Innovation. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Verbraucherinnenforschung, nachhaltiger Konsum, Verhaltensökonomie, Transformation des Ernährungsverhaltens sowie Effektivität von Interventionen in Richtung nachhaltiger Ernährung und Reduktion von Lebensmittelverschwendung in privaten Haushalten und Außerhausgastronomie. Das sind ja zwei ganz wichtige Bereiche auch. Dabei setzt sie auf partizipative Forschungsmethoden wie Co-Design-Ansätze, Reallabore und Bürgerwissenschaften, Citizen Science. Und ihre aktuellen Forschungsprojekte sind einmal das Dialogforum Private Haushalte 2.0, das wird ja auch auf dem Panel noch vertreten sein, und den Katzensprung 2.0, also wir haben nicht nur die Spatzen, sondern auch die Katzen hier heute. Da geht es um das Engagement kleiner Betriebe im Naturpark. Die werden da geschult für nachhaltige und klimaschonende Gastronomie und bekommen auch eine Auszeichnung als Naturparkpartner, wenn sie, glaube ich, an der Schulung teilgenommen haben. Ja, last but not least ist Frau Professor Lang auch Jurymitglied beim Wissen der vielen Forschungspreis für Citizen Science und seit letztem Monat auch im Stiftungsrat des WWF Deutschland engagiert. Und jetzt freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Ich glaube, ich muss jetzt hier stehen bleiben, oder gibt es ein Handmikro? Nee, ne? Jetzt? Danke, kriege ich eins? Gut, also ich hatte zwei fantastische Vorredner und in dem Sinne wissen Sie jetzt die meisten Dinge. Und es gibt eine Sache, ich würde Ihnen vom Prinzip gerne mein letztes Ergebnis zeigen, ganz provokant. Als wir im Dialogforum Private Haushalte am Ende mit der These rausgegangen sind, wir wollen gar nicht auf null reduzieren in den privaten Haushalten, das wollte BML überhaupt nicht hören. Das haben wir dann auch nicht im Rahmen des Projektes erzählt, sondern im Rahmen unserer Wissenschaft. Gut, danke. Gut, da kommen wir hin. Ich mache jetzt ganz flott. Es geht um die ersten Initiativen, davon haben Sie schon gehört. NRW ist das Pionierland und wir haben Pioniere hier sitzen, insbesondere Frank Vasco, Bernhard Burdig. Das sind wirkliche Pioniere. Und dann nicht im Raum, Petra Teitscheid, das ISAN an der FH Münster, das sind die ersten, die in NRW viel gemacht haben und die machen das bis heute. Gucken wir uns das ganz konkret an. Sie haben schon gehört, dass es 2012 losging. Wenn man ganz ehrlich ist, dann ging es 2011 los. Und das sehen Sie hier an so einer Google Insight-Geschichte. Was ist da gewesen? Fragt man sich jetzt irgendwie so September, Oktober 2011. Und was ist dann passiert, dass man so einen Peak sieht? Und da gucken wir jetzt mal rein. Ganz wichtig ist gewesen eine ARD-Themenwoche, wo zum ersten Mal über Lebensmittelabfall geredet wurde. Und dann im Dezember hat damals Minister Remmel eingeladen zum ersten Rundtisch zur Verbesserung der Wertschätzung für Lebensmittel. Und das war so ein Startpunkt. Man hat eine Studie in Auftrag gegeben, und zwar auf Bundesebene und eine auf Landesebene. Und beide haben ungefähr zur selben Zeit konkurriert. Die NRW-Menschen haben ein bisschen verloren. Unsere Pressemitteilung war zwei Wochen nach der vom damaligen BMLV. Und deshalb waren wir nicht ganz so gut in den Medien. Und was man hier sieht, ist dieser März 2012. Und da hat nämlich damals Aigner so eine schöne Geschichte gemacht, mit wie viele LKW fahren um die Erde, um zu zeigen, wie viel Lebensmittelverschwendung wir haben. Ganz elementar dieser Film von Valentin Thurn, der nachher auch noch Taste of Heimat gemacht hat. Und was wir hier sehen, die Wissenschaft war später dran. Wissenschaftliche Publikationen sind erst ab 2015 in dem Feld zu finden gewesen. Aber es ist nicht so, dass es nicht vorher schon andere gab. Also NRW war der Deutschlandpionier und davor gab es aber andere. Und das sind hier insbesondere zu nennen, die Engländer, RAP, Waste and Resource Action Program, da kam Foodspill relativ schnell. Die Finnen, die sind bis heute auch gut bei EU-Projekten. Die Dänen und dann ganz wichtige Person Felicitas Schneider, die in dem Film von Taste the Waste einen Auftritt hat und die bis heute am Thünen-Institut für Lebensmittelverschwendung forscht. Also jetzt damals war es die BUKO in Wien, heute ist es das Thünen-Institut.
Und ganz beachtet die FAO-Studie 2011, die bis heute zitiert wird. Und dann gründete sich relativ schnell ein deutschsprachiges Netzwerk gegen Lebensmittelverschwendung. Hier die ganzen deutschen Dinge, die ich Ihnen vom Prinzip schon erzählt habe. Was ganz interessant war, war, dass sich die FAO zusammengetan hat mit der Messe in Düsseldorf, der Interpack, und die erste große Tagung zu dem Thema gemacht hat. Und da sind dann alle diese Pioniere auch aufgetaucht und haben gesprochen. Und da waren fantastische Studien, die man bis heute zitieren kann, weil sie blöderweise nicht besser geworden sind. Es gab dann dieses Netzwerk Essenswert. Und das hat relativ schnell schon, nämlich 2014, eine Tagung in Münster gemacht, wo auch Menschen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, Österreich und auch die Schweiz dabei waren. Und ich habe hier einfach einen Screenshot gemacht von einer Zusammenfassung, die Frank Wasko gemacht hat und die ich gefunden habe, als ich zugefahren bin. Was man da sieht, man hatte damals schon Teilnehmende aus unterschiedlichen Branchen und gesellschaftlichen Beteiligungen. Es gab damals schon Workshops, es gab den runden Tisch. Und was hat man gesagt? Was waren die Ziele und die Schwerpunkte? Und das ist nichts anderes, wenn wir heute reden. Es geht darum zu gucken, was ist der Status quo, wenn wir Forschungsergebnisse haben, wie wollen wir die einordnen, wie wollen wir das bewerten, was ist denn innovativ, was ist denn praktikabel? Welche Kooperationen können wir fördern, wie können wir sie vernetzen? Wie schaffen wir das, neuen Forschungs- und Praxisbedarf zu formulieren? Wir gucken uns insbesondere an, Landwirtschaft, Backwaren wurde schon genannt, Backwaren, da ist schon total viel passiert, auch mit Forecasting. Es geht immer noch um Verpackungsinnovationen und große Hemmnisse, insbesondere auf Bundesebene, dass man mal endlich Time-Temperature-Indicator auf die Verpackung drauf macht, statt so ein MAD oder ein Verzehrsdatum. Und die Außerhausverpflegung wird immer noch genannt. Ich habe Glück, das sind genau meine Forschungsthemen, ich kriege immer weiter Geld, aber es ist völlig verheerend, oder, dass wir uns immer noch zu diesen Dingen treffen. Und am Ende steht immer dieser Punkt, ach, der Verbraucher, die Verbraucherin, wir alle, ne, diese 82 Millionen, und wir müssen bilden und wir müssen irgendwas besser machen. Und die Verhaltensökonomik sagt, dass Bildung irgendwie nicht so der Hebel ist. Und wir gucken uns gleich mal an, ob das dann funktioniert. Also was ist dann passiert? Also wir aus dem Netzwerk haben was ganz Schickes gemacht. Valentin Thurn hatte im Film eine ganz schicke These. Ne? Wenn man so ein Kartoffelfeld geerntet hat, hat er gesagt, kann man da aber noch hergehen und ganz viele Kartoffeln finden und die sind alle essbar. Großer Schmarrn, hat er auch zugegeben, aber nur unter uns. Und wir haben dann im Netzwerk gesagt, na, dann messen wir das jetzt. Und haben in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich mit derselben Methodik Studis auf die Felder geschickt für Abschlussarbeiten. Und das hat aber dann, das war 2014, bis 2019 gedauert, bis wir das veröffentlicht haben. So, das ist der normale Weg der Wissenschaft. Wir brauchen immer total lange, bis wir irgendwie die Dinge zu Ende gemacht haben. Um dann aber festzustellen, dass ungefähr 5-8% der Kartoffeln zu groß sind oder beschädigt und wir die wirklich auf dem Feld lassen. Da können Sie aber nicht von satt werden, wenn Sie da jetzt hinterherlaufen wollen. Dann ganz wichtig, diese NRW-Studie, die ich schon sagte, die leider 2 Wochen nach der Bundesstudie kam, die aber viel, viel besser ist. Nicht weil das eine NRW-Studie ist, sondern weil die übergreifend gearbeitet hat. Da sind wirklich eigene Erhebungen gemacht worden. Das war nicht eine Hochrechnung aus Österreich-Daten, wie die andere Studie, die Stuttgart gemacht hatte für den Bund. Es waren wirklich explorative neue Daten und die sind wirklich immer noch lesenswert. Deshalb habe ich den abgebildet. So, das BMBF hat ziemlich schnell angefangen zu fördern und hat im Rahmen der FONA-Förderung, Forschung für nachhaltige Entwicklung, Forschungsansätze, 2 Projekte gefördert, die unter anderem Food Waste gemacht haben. Refo war es nur Food Waste, würde ich sagen, oder? Und Nagast auch Food Waste. Da ging es um nachhaltiges Konsumieren und auch Hausverpflegung. Und wir haben uns natürlich angeguckt, wie wir es schaffen, wenn die Leute nachhaltig gewählt haben, was bleibt auf dem Teller und schmeißen die das weg. Und was Refo was gemacht hat, war eine interessante Tagung 2019. Und auch hier nur ein Screenshot, damit man mal sieht, was da war. Da hat man gesagt, bei diesem Bereich nachhaltige, intelligente Verpackung, da gibt es schon total viel. Da gab es damals schon über 300 Studien, das ist 2019 gewesen. Jetzt sind wir nochmal später. Man könnte behaupten, wir hätten ausgeforscht. Die EU fördert weiter Projekte, 12 sind schon gefördert, hier ein paar Screenshots. Nur, dass Sie so eine Ahnung haben, ganz wichtig für uns ist immer Refresh gewesen, genau wie Fusions. Weil man da zum ersten Mal wirklich gesagt hat, was ist denn die Definition eines Lebensmittels? Das ist natürlich wichtig, denn die EU hat eine Plattform gegründet für Lebensmittelverlust und Verschwendung und hat dann auch im Recht, im EU-Recht festgesetzt, was denn Lebensmittel ist. Und ganz wichtig ist hier für uns, das Lebensmittel wird als Ganzes inklusive der nicht essbaren Teile betrachtet. Das heißt, die Bananenschale gehört dazu. Wir können Bananenschale auch essen, wenn sie zubereitet ist, aber sie gehört dazu, wenn ich sie wegschmeiße. Sie muss gemessen werden. Und wenn Sie eine Avocado wegschmeißen, hat die innen drin Kern und wird mitgemessen. Das heißt, wenn ich Food Waste in Haushalten messe und ich sage, da sind 75, 80, jedes Jahr anders, ne, 82 Kilogramm drin, dann ist da immer alles drin, was weggeworfen wird. Und das ist nicht alles essbar. Und schon gar nicht alles vermeidbar. Weltweit, habe ich eben kurz erzählt, war diese Messe Düsseldorf ganz
dolle, und das muss man sich wirklich vor Augen führen, dass ganz oft Branchen irgendwas treiben und alle anderen hinterherhüpfen. Weltweit war es so, es gab 2012, 20 Jahre Rio-Nachfolgekonferenz, und da hat man die Zero Hunger Challenge gemacht. Und ein Teil dieser Zero Hunger Challenge ist No Food Waste. Und das ist ganz weit weg von, wir halbieren Food Waste bis 2030. Das war viel ambitionierter. Naja, sind wir ja nicht mehr so. Wir haben SDG 12 schon erwähnt, kann ich drüber gehen. Wir haben die Zu-gut-für-die-Tonne-Strategie, die sich eigentlich nur auf die Haushalte begrenzt. Was hier wichtig ist, es gibt mittlerweile eine nationale Strategie. Auf Bundesebene 2019 hat man gesagt, wir brauchen 5 Dialogforen. Die sollen jeweils in ihrer Branche gucken, was zu verbessern ist. Eins davon war das private Haushalte. Das ist das einzige Dialogforum, was noch gibt. Wir sind 2.0 geworden. Kommt gleich. Was war unser Ansatz? Es gibt total viele Initiativen, wie wir heute sehen werden und wie wir gesehen haben. Was keiner weiß, was davon wirkt. Welche dieser Maßnahmen führt dazu, dass wir weniger Lebensmittelverschwendung haben? Nicht nur mehr Kenntnisse, sondern weniger Weggewissen haben. Nicht nur eine bessere Einstellung, nicht nur mehr Wertschätzung, sondern wirklich eine Kartoffel weniger in der Woche. Das ist das, was vielleicht zählen könnte, oder? So, das war unser Ansatz. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Methode, mit der ich in Haushalten richtungssicher entscheiden kann und messen kann. Und dann brauchen die anderen auch nur noch das machen, ja, wirkungsvolle Maßnahmen designen. Dann muss ich nicht jede Minute mir was Neues überlegen. Ich muss vom Ziel herkommen. Ich muss sagen, was ist mein Impact, den ich haben will. Und da gehe ich dann hin. Es war ein Work am Ende, also hier. Erstmal war es ein Workbook. Ich komme nicht zurück. Doch, ich komme auch zurück. Es ist ein Arbeitsbuch, mit dem Sie alle arbeiten können. Das ist klein, das ist schön, das hat eine Designerin gemacht. Das können sich Initiativen nehmen und innerhalb von einem halben Tag, einem Tag eine Maßnahme so zu planen, dass man Impact haben kann. So, wir haben schon gesagt, diese vielen Maßnahmen müssen überhaupt erstmal sich angeguckt werden. Wie erfasse ich Wirksamkeit? Ich will das dann planen können. Ich habe zwei Zielgruppen. Einmal die Organisation, das sind jetzt die Menschen, die hier sitzen und für die sie etwas tun. Und dann natürlich die Haushalte. Es gibt total viele Akteure, sieht man hier, und alle gucken Wertschätzung an. 77 sagen, ich muss die Wertschätzung an. Keine von diesen Menschen, keine von diesen Organisationen wollte sich von uns evaluieren lassen. Könnte ja auch rauskommen, dass nichts wirksam ist. Es gibt total viele Formate. Ein großes Format ist, also das meistbekannteste ist in Workshops, viel Internet und Social Media. Das meiste ist altersübergreifend, ganz wenige interessieren insbesondere und ausdrücklich Kinder und Jugendliche. So, das ist das, was wir hier auch schon gehört haben, auch von Herrn Krischer, ne? Planung, Einkauflage und Zubereitung. Das sind so unsere Haushaltspraktiken und da kann ich ganz viel tun. Das ist auch alles schon aufgeschrieben worden, ne? Das ist auch nichts Neues. Wir wissen dann auch, die Menschen haben Probleme mit Haltbarkeiten, die haben Lagerungsprobleme, die haben auch manchmal falsch gekauft. Also wir haben diese Praktiken und die bedingen Lebensmittelabfälle. Was wir vergessen ist, welche Motivation habe ich denn, mich mit meiner Praktik zu beschäftigen? So, Sie haben ja jetzt auch alle was zu tun. Wir haben alle was zu tun. Ich kann mich auch mit Betteneinkauf beschäftigen. Ich habe echt viele Themen, die mich jeden Tag betreffen. Klar, 200 Food-Entscheidungen, aber viel anderes. Welche Fähigkeiten habe ich? Was habe ich gelernt, was nehme ich mit, wo habe ich Zeit, was zu lernen und welche Möglichkeiten habe ich in der Rush-Hour des Lebens. Das wissend haben wir einen Fragebogen kreiert, mittlerweile wird das eine App und es gibt ein Küchentagebuch, damit Sie eintragen. Jetzt könnte man sagen, ein Fragebogen ist geduldig, richtig. Küchentagebuch, wo Sie jeden Tag eintragen, führt dazu, dass Sie schon mehr Bewusstsein haben, könnte sein, dass die Daten auch falsch sind. Also was hatten wir on top? Ein Mülleimer. Den haben wir den Haushalten gegeben, der hat immer ein Foto gemacht, wenn sie zugemacht haben. Der hatte eine Waage, wir gucken uns die Daten an, sehen, der hat einen halben Apfel da reingeworfen, der Apfel wog 300 Gramm, was hat die Person eingetragen? Küchentagebuch, was hat zum Fragebogen gesagt? Das machen wir vor einer Maßnahme, das machen wir nach einer Maßnahme und das machen wir 6 Monate später. Soweit die Wissenschaft, ne? Hier ist das Design. Was uns ja fehlte, wir hatten ein Pilotprojekt, um das zu politieren, ne? Guter Fragebogen, also alles durchgetestet. Wir sind dann leider bei einem Citizen Science Projekt gelandet, weil da ja keine Organisation war, die mit uns mitmachen wollte. Denn die sagen dann immer, unsere Zielgruppe ist speziell. Ah, das können wir nicht machen, wir sind so klein. Gerade eben kam so ein bisschen, Hamburg ist so klein. So, also, es gibt immer Gründe, warum man das gerade bei sich nicht machen kann. Also, was müssen wir, was haben wir gemacht? Wir haben uns BürgerInnen gesucht und haben gesagt, ihr müsst mitmachen. Ihr müsst verschiedene Interventionen testen, wir stellen die zur Auswahl und wir wollen wissen, was überhaupt interessiert die Leute. Man musste sich anmelden, Fragebogen ausfüllen, irgendwann kam die Intervention, das musste gemessen werden. Was es nicht gab, waren 6 Monate Follow-up. Also da haben wir jetzt gesagt, das geht nicht. Aber ansonsten haben die ein Tagebuch gehabt und das alles Mögliche gemacht. Die Aktionen, die angeboten wurden, waren viel zu Wissen, viel zu Informationen, viel zu Tools und ein bisschen was anderes. Und was wir auch hatten bei Informationen war zum Beispiel, dass Valentin Thun seinen Film nochmal präsentiert hat. Man konnte sie nicht umsonst angucken. Und das war so eine Frage, kann der Film mehr bewirken als was anderes? Also vielfältige Dinge und dann haben wir uns geguckt, was machen die Leute und wir sind gestartet mit 1900 Menschen. Das ist ziemlich gut,
wenn das nicht so ist. Und wir sind gelandet am Ende, Stichprobe 214, komplett ausgefüllte Dinger. Da haben wir einen Fragebogen vorher, einen Fragebogen nachher und ein komplettes Küchentagebuch von mindestens 5 bis 7 Tagen. Das ist grandios gewesen. Zum Auswerten ist es noch nicht ausreichend. Was man hier sieht, es gibt eine signifikante Reduzierung von Lebensmittelabfällen, wenn ich an einer Tagung, an einer Aktion teilnehme. Wenn ich 2 mache, ist es nicht besser. Wenn ich keine mache, habe ich auch eine Reduktion. Aber es ist besser, wenn ich an einer mitmache. Signifikant auf einem 1%-Niveau. Dann die Frage, was in diesen ganzen Projekten gelingt. Erstaunlicherweise ist sie zu gut für die Tunnelbox gut gewesen. Das war so eine Toolbox, die das BML verschickt hat. Da war alles Mögliche drin. Und dann haben die Leute, die diese hatten, am Ende wirklich weniger weggeworfen. Und, das konnten wir uns nicht vorstellen, die 10 goldenen Regeln vom BML, das ist eine schnöde Broschüre, ja, die hat gewirkt. Also auch das, man muss manchmal Abstand nehmen von seinen Erwartungen, die man hat. Also, es gibt Sachen, die wirken. Die Workshops hatten wir vorher gezeigt von Slow Food, die wir gemacht haben, die wirkten. Flyer waren wir uns nicht so ganz sicher. Action Bounce hatte die Verbraucherzentrale in Bremen ausprobiert, viel zu wenig Teilnehmer, konnte man nicht wirklich evaluieren. Und für jüngere Erwachsene könnte das aber gehen. So, und jetzt kommen wir zu ganz anderen Ideen noch in diesem Kontext. Ich habe noch wie viel? 1 Minute? Ja. Also, wir hatten die Frage, ne? Ist so ein Video denn wirksam? Ne? Information, schnelle Information. Also hat ja keiner mitgemacht, haben wir uns selbst ein Video gedreht in der Küche. Sind ja Experten, was Videodrehs angeht in der Bildung. Und haben uns dann angeguckt, ob dieses 20-minütige Video in der Lage ist, Food Waste zu vermeiden. Dazu haben wir uns aber einen Zappel gekauft. Also Repräsentativ-Panel-Daten, die mussten messen. Es gab eine Vorher-Nachher-Messung. Und wir hatten in der Interventionsgruppe die Leute, die das Video gekriegt haben, 203. Die anderen, die kein Video gekriegt haben, 220. Hier sehen Sie nur kurz, die Haushalte sind aus dem Ganzen genommen worden. Wir haben keinen Unterschied in der deskriptiven Statistik zwischen diesen Haushalten. Ist schick, also das heißt, die Ergebnisse sind nachher gut. Gut für uns. So, was erkennen wir hier? Es gibt eine Tendenz, Lebensmittel zu reduzieren, wenn ich ein 20-minütiges Video gucke. Und Sie können es glauben, wir haben das getestet, ne? Und hier sind die Leute ausgestiegen nach 1 Minute, haben die zwischendurch eine Frage beantwortet, haben die das nur laufen lassen und haben dazwischen Kartoffeln geschält oder so. Also alle diese Tests haben wir gemacht. Ich zeige Ihnen nur ein paar Ergebnisse. Und die Gruppe mit dem Video hat am Ende 57 Gramm Lebensmittel pro Tag. Und die anderen hatten 59 Gramm. Und deshalb kommen wir mit der steilen These raus, 57 Gramm, drunter geht nicht. Was ist denn 57 Gramm? So ein Mandarinchen. Das ist nicht viel. Wenn Sie die geschält haben, dann ist das, was Sie gegessen haben, wenn Sie noch innen drin ein bisschen abgemacht haben, ist da nicht mehr viel drin, oder? Also das ist unser Food Waste pro Tag. Und wenn Sie jetzt noch ganz bösartig sagen, es gibt Food Waste, der ist auch nicht vermeidbar, weil Sie nicht haben wollen, Kartoffelschalen. Ne? Kartoffeln sollte man schälen. Da könnten Stoffe drin sein, die wir nicht verstoffwechseln können, die giftig sind. Also eine Kartoffel muss geschält werden, auch wenn NGOs immer das Gegenteil behaupten. Gerade für junge Kinder ist es wichtig, Kartoffeln zu schälen. Also haben wir immer Kartoffelschalen. Das ist aber angeblich vermeidbarer Food Waste. Ich komme nie unter 57 Gramm pro Tag, behaupte ich. Ich würde sagen, das ist für die Verbraucher mal eine gute Nachricht, aber gut. So, für die Videophase. Was ganz wichtig ist, was sich verändert hat, war die Kenntnis. Also wir können nachher abchecken, dass die Leute in der Lage sind, so ein Video in Kenntnis umzuwandeln. Aber vom Wissen zum Handeln, da ist so ein Gap. Und das haben wir hier auch. Es gibt eine positiv signifikante Wirkung auf Kenntnis, keinen auf Verhalten und schon gar nicht auf Abfälle. Wir können das nicht zeigen. Wir können das bei anderen Dingen zeigen, aber hier nicht. Und die Methode ist gut. Wenn wir aber nicht zeigen können, was wirkt, dann wird es recht schwierig für Politik, für Fördermittelgeber zu sagen, das eine oder das andere sollten wir tun. So, das hier ist die berühmte Bottomline, das habe ich euch schon 20 Mal erzählt. Übrigens, ich muss wieder zurück, sind dann diese paar Gramm, führen zu 17 Kilo. Das wären 17 Kilo pro Jahr hochgerechnet. Als Bottomline, die wir sagen, da kommen wir nicht drunter. Das ist nicht uninteressant, weil der Handel einem dauernd vorrechnet, dass er auch nicht unter eine Bottomline kommt, wenn er mal überhaupt was veröffentlicht. Gut, und dann, falls es jemand interessiert, wie lange soll man mit so einem Küchentagebuch messen, das haben wir alles getestet. 3 Tage reicht nicht, 5 Tage ist nicht schick, 7 ist die ideale Zahl. 7 Tage messen ist sinnvoll, das sind Ergebnisse aus dem Citizen Science Projekt. Und damit bin ich fast schon fertig. Das mit den unterschiedlichen Methoden. Nein, das glauben Sie mir jetzt einfach, das sieht nämlich so aus. Küchentagebuch versus Smartbin übereinander gelegt. Von allen Daten, die wir hatten, das war ein bisschen mühselig, in diese ganzen Mülleimer-Daten reinzugucken, weil sie schmeißen ja dann öfter was weg. Und wir haben die Leute gebeten, diesen Mülleimer zu nutzen, anstatt ihres normalen Eimers, in den sie den Kompost, die Reste, die Abfälle reintun. Wir hatten da also auch Taschentücher drin, nicht? Dann sieht man ein Taschentuch.
Und dann haben wir diesen Müll aber 9 Monate bei den Menschen gelassen. Die Idee war nämlich, am Anfang ist man nimmt den Müll aber mit, man ist irgendwie alerted und ist aufmerksam und dann geht die Aufmerksamkeitsspanne wieder runter. Und dann werden die Daten irgendwann normal. Weil ich habe ja vergessen, dass mein Mülleimer besonders ist. Und das könnte man hier ganz schön sehen. Dieser Mülleimer ist super, der bildet super das ab, was im Tagebuch passiert, was die Leute eintragen. Und was wir nicht haben, ist, also wir haben keine Untererfassung, das haben wir getestet, aber diese Fragebogenschätzungen, die sind Unterschätzung. Das, was alle schon wissen. Ne, eine Fragebogen, da erzähle ich irgendwas. Und hier konnte man es aber nochmal ganz schön sehen, methodisch sauber. Also, unsere Behauptung am Ende des Tages, die Methode, die wir haben, ist super. Jetzt brauchen wir nur noch Organisationen, die mitmachen und sich evaluieren lassen. Und falls Sie jemanden kennen, der das gerne machen möchte, ne, dann kommen Sie am Ende des Tages zu mir. Das war übrigens meine letzte Folie. Und dann reden wir darüber. Fazit: In NRW ist total viel passiert. Es passiert insgesamt total viel. Wir werden ganz von vielen Organisationen hören. Ne, Gründung des Ernährungsrats 2016 in Köln. Das ist so ein Moment, der total wichtig war. Dann getrieben von Taste of Heimat. Also man kommt sich so ein bisschen vor wie eine alte Oma, die jetzt so eine Geschichte erzählt. Und die Geschichte hat viele Erfolgsstories, aber was wir nicht haben, ist dieser eine Punkt, dass wir sagen, Food Waste in Haushalten ist weniger geworden. Das haben wir nicht. Das haben wir seit 10 Jahren leider nicht. Und deshalb machen wir noch irgendwas nicht richtig. Und dann müssen wir gucken, was kann das sein, und dafür ist so eine Veranstaltung ganz günstig. Danke.